Ich habe hier einige, ich sage nicht, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Brüder und Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner, grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Manche denken, ich sei... Wir haben eine Mitteilung von jemandem aus Hafingar bekommen, der starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Versucht es nicht zu übertreiben.
Habt ihr euch verlaufen? Macht keinen Ärger. Der Kerker von Schloss Elend kann selbst den stärksten Willen brechen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja. Mögen euch die Götter verdienen. Ihr seid härter, als ihr aussieht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt. Keine Frage. Schön. Ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate? Einen Apfel für die Gesundheit? Eine Tomate, damit ihr stark bleibt. Eines davon müsst ihr doch brauchen. Ich weiß mir zu helfen, aber es ist in diesen Tagen nicht gerade einfach. Die Schwarzbluträuber plündern seit geraumer Zeit die Schiffe vor der Küste. Durch die Dummheiten dieser Banditen wurden schon viele verletzt. Manchmal schon. Jari Rawe ist neulich hier, sagte mir, ich solle die Augen offen halten, nach Neuankömmlingen in der Stadt, ihr wisst schon. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgeben wollt. Manche denken, ich wusste, dass ihr es könnt. Gut gemacht. Skjor hat vorher nach euch gesucht. Sprecht so schnell wie möglich mit ihm. Ah, da seid ihr ja. Ja, für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Dann gehe ich mal.
Seid ihr bereit? Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Jorvaskr ist das älteste Gebäude in Weißlauf. Die Himmelsschmiede war schon lange vor ihm hier. Und die Tiefenschmiede nutzt uralte Magie, die älter als Menschen oder Elfen ist. Wir bringen euch hierher, um euch stärker zu machen, Jungblut. Dann mal los. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Mhm. Gut, dass ihr da seid. Es ist lange her, dass wir ein Herz wie das eure in unseren Reihen hatten. Diese klägliche Zeremonie hinter der Halle wird Kriegern wie uns nicht gerecht. Ihr verdient mehr Ehre als ein paar Hochrufe und ein Fest. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Nun denn. Kommt schon. Seid ihr wach? Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die Silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Mhm. Sprecht mit mir. Ihr wurdet als Teil des Rudels neu geboren, Bruder. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Ihr habt das Blut des Wolfs in euch, aber ihr müsst Kraft sammeln, bevor ihr es erneut nutzen könnt. Seid aber vorsichtig dabei, wo ihr es tut. Es gibt Feiglinge in diesem Land, die den Anblick des Ruhmes nicht ertragen können. Bis zum nächsten Mal.
gleich. Schaut euch das an. Die Feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht, nachdem Skjör reingeplatzt ist. Man kann ihre Angst riechen. Skjör ist irgendwo da vorn. Wir müssen ihn finden. Wundert mich nicht, dass es hier auch Unterschiede gibt. Was für ein Elend. Habt ihr etwas gehört? Schaut euch das an. Die Feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht, nachdem Skjör reingeplatzt ist. Man kann ihre Angst riechen. Wundert mich nicht, dass ich... Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. Ich fühle mich besser.
denen können wir nicht mehr helfen. Ich will gar nicht daran denken, was diese Mistkerle ihnen vor ihrem Tod angetan haben. Lassen wir die Schwächen. Wir sind fast da. Vorsicht, Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Sie nennen sie die Hautabzieherin. Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Was war das? Ihr hättet mir. Ihr gehört mir. Gut! Ah!
Blockade. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Rift herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und seine Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Was war das? Boah, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Die Diebesgilde hatte die... Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht sei. Er sagte, er sei ein Sijik-Mönch gewesen. In meinen Augen hat er etwas zu viel Skoma getrunken. Wozu die Eile? Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Wollt wohl sehen, wie Balin... Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Denkt daran, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Glaubt bloß nicht, dass er mit mir falsch... ...einen gefangenen Drachen freizulassen. Das werde ich mein Leben lang nicht verstehen.
Dann los, ihr Monster! Also, hier doch. Jetzt alle meine Beine aus. Hier gibt es schön. Vorsichtig! Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Sehr wohl. Ich werde alles nötig... anlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Ich werde nicht vergessen, was... Ja, meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Wenn man nicht gierig ist, gibt es genug für alle. Also gut. Also gut.
Setzt die Hunde auf sie, Jungs. Gut. Ist da jemand? Ist da jemand? 10 Gold, 3 zu 1 auf Wein. Hört sich an wie ein Bitte. Schnappt ihn euch! Go!
Das ist ein Spielchen. Wandelt allzeit im Licht, oder wir werden euch hineinziehen. Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die dätrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Die Wächter werden über euch wachen. Das war schon alles? Wirklich?
Ich kann euch... Also habt ihr da unten alle meine Wölfe getötet. Dafür könnt ihr mich umbringen. Irgendwann zur Ruhe setzen, bei der schönen Insel. Ihr braucht etwas.
Ich sage nicht, wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Wozu die Eile? Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Perfekt. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Die silberne Hand durchkämmt die Welt nach weiteren Stücken von Wutrat. Eine Gruppe versteckt sich in Weißlauf. Holt es zurück. Zum Ruhm von uns allen. Besser kontrollieren. Aber das macht es auch schwierig.